Auch hier mitten in Europa, mitten in Deutschland gibt es jeden Tag immer wieder die soziale Ausgrenzung von Menschen, die anders sind als der Durchschnitt. Das heißt, dass sie körperlich oder geistig begrenzt behindert sind, dass sie einen Lebensstil haben, der nicht der Norm entspricht. Es ist ein alltägliches Phänomen. Man muss einfach sich vorstellen, dass der Deutsche Behindertensportverband eben auch massive Probleme hat, sich zu finanzieren durch private Mittel, durch Sponsoren. Aber es gibt eben genau dieses Problem, dass behinderte Menschen in dem Fall weniger salonfähig sind als Menschen, die gerade in einer Sportwelt, die körperbetont ist, sich da mit zwei Beinen, zwei Armen nicht mit dem Rollstuhl präsentieren. Man kann kein Geld verdienen mit Menschen, die nicht in ein hochpoliertes Normbild passen. Das funktioniert in Deutschland nicht und es funktioniert in ganz Europa nicht. Behindert klingt unglaublich negativ. Menschen mit Behinderungen, vielleicht versuchen wir es mal mit Menschen mit Begrenzungen, weil wir sind alle begrenzt. Und sei es dran, dass wir, wenn wir mit den Armrudern nicht fliegen können oder dass es Menschen gibt, die nicht schwimmen können oder Leute gibt, die nicht auf einem Bein stehen können, obwohl sie zwei haben. Und da muss man einfach sehen, dass jeder Mensch seine eigenen Begrenzungen hat. Gesetze gegen Diskriminierung und Gleichstellungsgesetze nehmen Menschen und Bevölkerungen nicht im Kopf und im Herz mit. Das passiert nur durch Taten und das passiert nur dadurch, dass darauf aufmerksam gemacht wird, dass Menschen ausgegrenzt werden, mitten in unserer Gesellschaft, mitten in Deutschland und das jeden Tag. Das europäische Jahr 2010 gegen Armut und soziale Ausgrenzung ist mit Sicherheit nötig und sinnvoll, wenn es geschafft wird, dass Menschen jeden Tag ein besseres Leben haben und dass auch jeder Mensch selbstbestimmt sein eigenes Leben leben kann.